www.wdrmaus.de ist eine der Adressen von der Homepage von der Maus. So sieht die aus und jeder, der zu Hause einen Computer hat und einen Internetzugang, kann sich darauf alles anschauen, was mit der Maus zusammenhängt. Alles, was man auf dem Bildschirm sehen kann, sind natürlich Computerdaten und diese Computerdaten sind beim Westdeutschen Rundfunk in dieser wundervollen grauen Kiste gespeichert. Und diese graue Kiste ist auf der Rückseite mit diesem roten Kabel, was da rauskommt, mit dem Internet verbunden. Ist ja alles prima, aber wie komme ich mit meiner Kiste denn da an die Mausseite dran? Mein Computer steht auf meinem Schreibtisch und hat nur eine Verbindung mit dem Stromnetz und sonst gar nichts. Muss ich mir auch so eine rote Leitung legen? Rot muss sie nicht sein, ich muss mir so ein kleines, übersichtliches Gerät anschaffen. Diese graue Kiste da in meiner Hand ist ein Modem, eigentlich heißt der Modem. Das muss ich mit dem Strom verbinden. Dann einen zweiten Stecker hinten an meinen Rechner dran und eine dritte Strippe in die Telefonbuchse. Kabelmäßig alles klar, jetzt brauche ich noch eine CD mit einem Programm. Das muss ich auf meinem Rechner installieren. Das Programm bekomme ich von einem Provider. Davon gibt es viele. Provider heißt Lieferant, Hersteller und der Provider hilft mir dabei, die Mausseite im Internet zu finden. Wie macht er das? Der Provider hat auch einen Riesenrechner, der mit dem Internet verbunden ist. Alles hinten voller Kabel, man begreift gar nicht, was da vor sich geht. Und dafür, dass er mir hilft, muss ich ihn bezahlen. Provider ist sowas wie ein Laden. Und weil ich das Programm installiert habe, bin ich jetzt bei dem Kunde und jetzt gehe ich zum Provider hin. Moin. Guten Tag. Ich hätte gern was aus dem Internet. Gerne. Darf ich mal Ihren Kundenausweis sehen? Na klar. Wenn ich was von meinem Provider will, überprüft er erst, ob ich wirklich bei einem Kunde bin. Dafür habe ich sowas wie einen Kundenausweis, da steht mein Name drauf und ein Kennwort. Ich habe mal Frikadelle genommen. Das kennen nur er und ich. Und wenn beides übereinstimmt, dann geht's weiter. Alles in Ordnung. Okay. Hier ist Ihre Wartenummer, die Nummer 4. Die Nummer kriege ich, damit er mich später wiederfinden kann. In Wirklichkeit geht es natürlich alles von zu Hause von meinem Rechner aus. Da schreibe ich auch meinen Namen rein und darunter dann mein Kennwort, auch wieder Frikadelle in dem Fall. Und dann drücke ich auf eine Taste. Damit sage ich meinem Computer, bitte sprich mit dem Provider. Aber mein Computer kann nicht sprechen und auch nicht telefonieren. Und jetzt wird das Modem wichtig. Das übersetzt meine Anfrage in hörbare Töne, die der Provider entschlüsseln kann. Dann passiert genau das Gleiche wie eben. Mein Name und mein Kennwort werden überprüft, merke ich nichts von. Dann kriegt mein Rechner eine Wartenummer und dann fragt der Provider, was ich will. Was darf es denn sein? Ich hätte gerne die Homepage von der Maus. Alles klar. Warten Sie einen Moment, ich rufe Sie auf. Sie haben die Nummer 4. Jetzt fängt der Provider an zu arbeiten und ich kann nichts weiter tun, als zu warten. Der Provider findet mich wieder, ich habe ja die Wartenummer 4. In Wirklichkeit bin ich natürlich nicht im Laden, sondern mache das an meinem Rechner. Ich spreche nicht mit dem Provider, sondern ich gebe den Namen ein, was ich suche. Da steht zwar Adresse, aber trotzdem muss ich einen Namen reintippen. HTTP sagt, um welchen Teil des Internets es sich handelt. www.wdrmaus. Ist der Name des Rechners, wo sich die Mausseite befindet und DE sagt, dass der Rechner in Deutschland angemeldet ist. Und diese Anfrage übersetzt das Modem genau wie eben wieder in diese hörbaren Töne. Jetzt weiß der Provider, was ich sehen will. Er weiß, dass die Mausseite auf irgendeinem Rechner in Deutschland steht, aber er kennt noch nicht seine Adresse. Und deswegen schreibt er sowas Ähnliches wie einen Brief. Eine Nachricht zur Auskunft. Weil er die Adresse nicht weiß, schickt er jemanden zur Auskunft. Wie hat man sich das vorzustellen? Wenn man mit dem Herrn Schmitz telefonieren will und weiß seine Telefonnummer nicht, ruft man die Telefonauskunft an. Und beim Internet ruft man eben die Internetauskunft an. Und die sitzt in Frankfurt. Das ist natürlich auch wieder nur so ein blöder Computer. Und was passiert da drin? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist so, als wenn da ein Typ säße, der alle Adressen aller Rechner, die es in Deutschland gibt, kennt. Aha, neue Adresse. Der Auskunftsmann schaut dann in seinen Karteikästen nach und sucht die richtige Adresse zum Namen der Maus-Homepage. Die eigentliche Adresse ist eine Zahlenkombination. Warum ist das so? Computer können nur mit Zahlen umgehen. Wir Menschen können uns natürlich leichter einen Namen merken als so eine krumme Zahlenkombination. Und deswegen verknüpft der Auskunftscomputer den Namen mit der richtigen Zahlenkombination und schickt die zurück zum Provider. Wenn der die Adresse hat, gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn das eine Seite ist, die häufig angefordert wird, hat er sich davon eine Kopie gemacht und kann den Kunden direkt von seinem Laden aus bedienen. Das ist aber eine neue Seite und deswegen kommt Möglichkeit Nummer 2. Er muss sich die Mausseite aus dem WDR-Rechner besorgen und schickt eine neue Nachricht. Eine Nachricht zum WDR-Rechner. Der Provider weiß jetzt, wo er die Mausseite findet. Die Nachricht ist auf dem Weg, sie weiß auch, wo sie hin muss, aber noch nicht den besten Weg dahin. Deswegen ist sie unterwegs immer darauf angewiesen, dass sie jemand sagt, wo sie hin muss. Rechts oder links? Da musst du lang.
Das sind Computer, die nennt man Router. Das ist sowas wie Wegweiser. Und noch eine andere Funktion haben die. Wenn irgendwo mal ein Rechner abgeschaltet ist oder wenn eine Leitung zusammengebrochen ist, dann leiten die Router die Nachricht um. Da geht's nicht lang, da ist die Leitung zusammengebrochen. Das ist dann zwar ein Umweg, aber trotzdem die schnellste Möglichkeit. Und so kommt es, dass obwohl ich, als auch der Provider und der WDR in Köln sitzen, meine Anfrage nach der Mausseite einen Umweg durch halb Deutschland machen muss. Aber das ist eben das Internet. So sieht übrigens so ein Router aus, der meine Anfrage durchs Internet führt. Und schließlich ist sie beim WDR-Rechner angekommen. Der erkennt jetzt, dass ich, Armin, mit der Wartenummer 4 gerne die Maus-Homepage sehen möchte. Und dann kramt der Rechner in seinen elektronischen Daten rum, stellt alles zusammen, was zur Maus-Homepage gehört, macht davon für mich eine Kopie und schickt die zurück an den Provider. Schreibt außen drauf, das ist für Armin Wartenummer 4. Danke und tschüss. Auf geht's. Und dann läuft die Homepage durch das gesamte Spinnennetz von Rechnern und Computern zurück zum Provider quer durch ganz Deutschland. Bedeutet nicht, dass sie auf dem gleichen Weg zurückkommt. Hauptsache ist nur, dass sie da ankommt. Und weil da die Nummer 4 draufsteht, kriege ich jetzt endlich meine Mausseite. Bitte sehr. Na ja, danke. Und tschüss. Auf Wiedersehen. So, nun habe ich sie endlich. Meine Mausseite, die Homepage von der Maus. Und die ganzen Geschichten mit dem Laden, wo man hingehen muss und mit den ganzen Gängen, durch die da die Leute flitzen. Das haben wir uns nur ausgedacht, um euch in etwa zu zeigen, was da so alles im Hintergrund passiert. In Wirklichkeit geht es natürlich alles von zu Hause aus, vom eigenen Rechner und geht ganz schnell. Das Ganze passiert eigentlich in wenigen Sekunden. Man muss nur den richtigen Namen eingeben und alles andere machen die Computer untereinander aus. Die Verbindung aufbauen, die Adresse rausfinden, die Nachrichten verschicken und kopieren. Ich merke nur, dass in ein paar Sekunden die Mausseite bei mir auf dem Rechner ist. Jetzt gibt es aber noch was Besonderes. Da sind so manche Bildchen drin, auf denen was zappelt. Und jedes Mal, wenn man da draufklickt, geht das gleiche Spiel von vorne los. Hinter jedem dieser Zappelbildchen warten nämlich noch jede Menge Überraschungen. Was das ist, beraten wir jetzt nicht. Das könnt ihr ja selbst mal ausprobieren.